So, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Vortrag im Rahmen des Studium Generale. Und ich sehe hier einige fragende Gesichter. Ich hoffe, Sie haben dem Programm, was wir online immer haben, entnommen, dass es zu einer Programmänderung kam. Leider kann der Vortrag, der ursprünglich geplant war, zu Fleisch aus dem Labor krankheitsbedingt nicht stattfinden. Und deswegen bin ich umso froher, dass mein lieber Kollege Professor Alexander Bürkle sich bereit erklärt hat, hier kurzfristig einzuspringen und über ein Thema zu berichten, was mindestens genauso interessant ist. Und das Thema des heutigen Vortrags lautet: Wie alt bin ich eigentlich? Messung des biologischen Alters beim Menschen. Und bevor ich Herrn Professor Bürkle einführe, möchte ich gerne noch zwei Ankündigungen machen. Und zwar zum einen, das richtet sich jetzt insbesondere an diejenigen, die hier online das Ganze verfolgen, nutzen Sie den Chat, um Fragen zu stellen, die wir dann im Anschluss an den Vortrag an Herrn Bürkle weiterreichen zur Beantwortung. Sie können diese Fragen bereits jetzt eingeben und wir werden sie dann hinterher verlesen. Den Link für den Chat finden Sie auf der Homepage unter Studium Generale. Oder er war auch am Anfang hier kurz eingeblendet. Und wie gesagt, nutzen Sie das gerne. Die zweite Ankündigung betrifft den Vortrag von letzter Woche. Und hier kam es leider durch eine technische Panne dazu, dass die Fragen, die in dem Chat eingegeben wurden, nicht verlesen wurden. Die sind an der falschen Stelle aufgetaucht. Und sie wurden eben deswegen nicht live dann gestellt. Für diese technische Panne bitte ich um Entschuldigung. Wir haben aber den Vortragenden, Herrn Enker, gebeten, diese Fragen im Chat schriftlich zu beantworten. Und Sie können das also jetzt da auch noch nachlesen. Und die Fragen wurden von ihm dankenswerterweise beantwortet. Gut, und damit kommen wir jetzt zum heutigen Vortrag und es ist mir jetzt eine sehr große Freude, meinen lieben Kollegen Professor Alexander Bürkle vom Fachbereich Biologie der Universität Konstanz kurz einzuführen. Herr Bürkle hat von 1976 bis 1982 Medizin in Freiburg studiert, mit dem Staatsexamen abgeschlossen. Im Jahr 1982 erfolgte dann die Promotion zum Dr. Med. Unter der Betreuung von Professor Harald Zurhausen. Den Namen werden Sie vielleicht kennen, oder ich hoffe es zumindest, denn Herr Zurhausen bekam 2008 den Nobelpreis für die Entdeckung, dass humane Papillomviren Gebärmutterhalskrebs verursachen. Von 1984 bis 2000 war Herr Bürkle dann zunächst Postdoktorand, nochmal in der Gruppe von Herrn Zurhausen und später dann Gruppenleiter am Deutschen Krebsforschungszentrum DKFZ in Heidelberg. 1995 erfolgte die Habilitation für Toxikologie und Chemotherapie an der Universität Heidelberg und von 2000 bis 2002 war er Senior Lecturer an der Universität Newcastle upon Tyne in Großbritannien. Seit 2002 ist er dann Lehrstuhlinhaber für molekulare Toxikologie hier im Fachbereich Biologie und in seiner Forschung geht es darum zu verstehen, wie Zellen auf genotoxischen Stress, also Stress, der durch DNA-schädigende Substanzen hervorgerufen wird, reagieren und wie diese Mechanismen zum Altern und zur Entstehung von Krebs beitragen. Er hat auch zahlreiche Aufgaben in der akademischen Selbstverwaltung wahrgenommen. Er war Fachbereichssprecher der Biologie, er war Dekan der mathematisch-naturwissenschaftlichen Sektion. Er ist seit 2010 gewähltes Mitglied des Senats der Universität Konstanz und war 2011 bis 2019 gewähltes Mitglied des Fachkollegiums Medizin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Seit 2016 ist er auch Co-Sprecher des kooperativen Promotionskollegs in Weid der Universität Konstanz gemeinsam mit der Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen und von 2008 bis 2013 war er der Koordinator eines Großprojekts der EU mit dem Titel MarkAge
Und ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil der Ergebnisse, die er heute vorstellen wird, aus diesem Projekt stammt. Damit genug der Einführung. Wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag und dass du so kurzfristig hier eingesprungen bist, um uns von dem Altern des Menschen zu erzählen. Danke. Vielen Dank, Tino, für die freundliche Einführung. Meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Hörsaal und draußen an den Endgeräten, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute Einblicke geben kann, die zum größten Teil noch unveröffentlicht sind aus diesem bereits erwähnten europäischen Projekt, welches ich leiten durfte, das Projekt namens Mark Age. So, jetzt haben wir es geschafft, die nächste Folie aufzurufen und hier habe ich nur die Gliederung des heutigen Vortrags dargestellt mit insgesamt 8 Punkten. Aus Zeitgründen möchte ich jetzt nicht hier systematisch durchgehen, sondern wir gehen durch die Punkte durch, so wie sie drankommen. Und ich fange an mit einer allgemeinen Definition zur Frage, was ist denn eigentlich Altern? Natürlich ist diese Frage irgendwie trivial, jeder weiß es und jeder ist davon betroffen, aber in der Wissenschaft ist es immer gut, wenn man sich einigen kann auf Definitionen, die auch objektive Tatsachen beschreiben. Also, was ist Altern? Altern wurde definiert, und zwar beziehe ich mich hier auf Kollegen Thron, der das 2003 publiziert hat. Altern ist definiert durch eine zunehmende, mit der Zeit zunehmende Abnahme der normalen Organ- bzw. Zellfunktionen. Man wird geboren, ist jung und alles funktioniert prima, wie bei einem neuen E-Bike, okay? Aber wenn man dann in die Jahre kommt, gibt es Einschränkungen. So, die Folge dieser Abnahme dieser Funktionen ist ein Verlust von Widerstandskraft gegen Situationen, die wir global als Stress oder als Herausforderung bezeichnen können. Und das ist ganz, ganz typisch, das ist auch in der klinischen Medizin von großer Bedeutung. Es ist bekannt, dass ältere Menschen gegenüber körperlichem Stress, wie zum Beispiel Verletzung, Operation, Infektionskrankheiten, dass sie viel länger brauchen, um sich davon zu erholen im Vergleich zu Kindern. Und der dritte Punkt, das ist jetzt hier sehr ernsthaft, wir haben nämlich ein basierend auf diesen beiden Phänomenen ein zunehmendes Risiko mit zunehmendem Lebensalter für Krankheiten. Bleiben wir erstmal bei den Krankheiten. Hier sind einige ganz wenige aufgelistet, die ja auch im Volksmund als Alterskrankheiten bezeichnet werden, weil sie nicht immer, aber gehäuft eben mit höherem Lebensalter einhergehen. Und dazu gehört als allererstes Krebs. Natürlich gibt es auch Krebsformen bei Kindern und bei jungen Menschen. Bloß rein statistisch betrachtet ist Krebs als eine Alterskrankheit auch zu sehen. Der sprichwörtliche Altersdiabetes ist eine Stoffwechselkrankheit, Alzheimer'sche Erkrankung, Parkinson'sche Erkrankung, das sind neurodegenerative Erkrankungen, die mit sehr starken Behinderungen für die Betroffenen und auch deren Umfeld einhergehen. Osteoporose, zeige ich Ihnen gleich ein Foto, und. Praktisch alle Organe, alle Gewebe und Organe können davon betroffen sein. Ja, und letztlich, wenn unsere Widerstandsfähigkeit gegen Stress irgendwann gegen Null geht, dann tritt eben der Tod ein. Nur kurz zur Illustration, Knochenalterung auf Griechisch Osteoporose. Und wir sehen hier links einen aufgesägten Wirbelknochen, also aus dem Rücken, Wirbelsäule, und man hat diese wunderschöne Architektur, die gewichtssparend ist und dennoch dazu führt, dass der Knochen ein sehr großes Gewicht tragen kann. Hier ist ein gealterter Wirbel, man sieht auf einen Blick, da braucht man gar kein Pathologe sein, dass es hier große Leerstellen gibt, also hier wurde Knochenmaterial schon entfernt und man sieht auch hier anhand der Kontur, dass dieser Knochen entweder akut oder chronisch zusammengedrückt ist, also eine Kompressionsfraktur vorliegt. Deswegen, unter anderem deswegen, wird man auch mit zunehmendem Lebensalter kleiner.
So, alle Menschen altern, habe ich schon erwähnt, übrigens nicht nur Menschen, sondern alle Tiere, also alle Metazoontiere, die aus mehr als einer Zelle bestehen und sogar einzellige Organismen wie die Bierhefe kann altern. Nee, die altert, die Bierhefe altert, die kann sich nur eine bestimmte Anzahl von Malen vermehren. So, jetzt zurück zum Menschen und darauf will ich mich jetzt hier konzentrieren im Rest des Vortrags. Wir altern aber nicht auf gleiche Weise oder mit gleichem Tempo. Das darf ich Ihnen kurz illustrieren. Ich habe hier mit A und B mal zwei extreme Situationen dargestellt. Ich fange an mit der positiven Nachricht. Manche Menschen schaffen es, 100 Jahre oder gar 110 Jahre oder 117 Jahre oder vielleicht sogar 123 Jahre alt zu werden, wie die vermutliche Weltrekordhalterin. Und hier ist ein Foto von Queen Mum. Die hat, als ich in England gelebt habe, noch ein Schiff getauft mit einer Flasche Champagner. Das war so ihre übliche Tätigkeit und wenige Tage später ist sie sanft eingeschlafen. Okay, im Alter von 102 Jahren, das kann man auch als successful aging, also erfolgreiches Altern bezeichnen. Natürlich ist sie alt geworden, aber sie war bis unmittelbar vor ihrem Tod eigentlich sehr fit und das galt ja auch für ihre Tochter, die ja kürzlich auch in hohem Alter gestorben ist. Auch auf dem europäischen Kontinent kann man erfolgreich altern. Johannes Heesters, Juppi Heesters, wurde immerhin 108 Jahre und der hat auch noch geraucht. Das ist eine Unverschämtheit. Weiter geht's. So, jetzt kommt die Kategorie B und das ist jetzt nicht mehr so lustig. Hier zeige ich Ihnen zwei extreme Fälle und diese extremen Fälle sind bedingt durch genetische Erkrankungen, also Erbkrankheiten. Die erste ist eine sehr seltene Krankheit, die heißt Werner-Syndrom oder Werner-Syndrom, wie Sie möchten. Und man sieht, dass hier diese Patientin, diese Frau als Teenagerin noch völlig normal ausgesehen hat, aber mit 48 Jahren, das war auch kurz vor ihrem Tod, sah sie schon sehr vorgealtert aus. Das ist der typische Aspekt. Diese Patienten haben dann auch beschleunigt die typischen Alterskrankheiten, die ich ja vorhin kurz angesprochen habe. Wissenschaftlich erregend, das klingt jetzt vielleicht zynisch, ist, dass man den Fehler, den Webfehler in der DNA kennt. Man hat ihn kartiert auf das Chromosom Nummer 8. Dort gibt es ein Gen, also ein Buchkapitel, das heißt WRN, steht natürlich für Werner. Und wenn da eine Mutation, eine Unsinnsmutation drin ist, also ein Tippfehler, dann kriegen Sie diese Krankheit. So, und jetzt wird es noch radikaler, also fast bekommt man Angst. Das ist eine dramatisch beschleunigter Alterungsprozess bei einer anderen Erbkrankheit und die heißt Progerie Hutchinson-Gilford. Hutchinson-Gilford waren die Entdecker, die Erstbeschreiber und Progerie ist griechisch und heißt Altern vor der Zeit. Okay? Und das ist hier auch durch einen Fehler bedingt im Gen, das ist das Lamin A-Gen, so heißt es halt auf dem Chromosom Nummer 1. Und wie äußert sich das? Das äußert sich darin, dass Kleinkinder schon ein ungewöhnliches Aussehen haben, dass sie die Haare verlieren, dass sie vor allem das subkutane Fettgewebe, das Fettgewebe unter der Haut, was ja gerade bei Kleinkindern sehr prominent ist und wo man sich als Eltern oder Großeltern freut, dass das Kind so wohlgenährt ist, das fehlt und das führt zur Faltenbildung. Hier sind die Haare schon komplett ausgefallen und die Kinder sterben im Alter von etwa 10 Jahren an typischen Alterskrankheiten, Herzinfarkt und so weiter. Das ist sehr tragisch und auch hier ist die Ursache bekannt. So, jetzt, warum zeige ich Ihnen das? Beides sind Extremfälle, beides ist sehr selten. Wir hier, die hier im Hörsaal und an den Endgeräten sitzen, wir sind irgendwo in der Mitte. Okay? Also bei uns ist garantiert kein Hutchinson-Gilford, der würde schon lange nicht mehr leben. Und ob wir 110 werden, das kann ich nicht ausschließen, mal sehen. Okay? Die meisten sind eben so in diesem mittleren Bereich.
Aber auch hier in diesem, ich sag mal, Durchschnittsbereich gibt es Heterogenität und die ist noch nicht restlos erklärt. Natürlich spielt die Genetik eine Rolle. Es gibt Anhalt dafür, dass wer langlebige Vorfahren hat, auch eine gute Basis hat, selber langlebig zu werden. Aber selbstverständlich spielt der Lebensstil, und das sind sehr viele verschiedene Einflüsse, auch eine gewichtige Rolle. Genau wie das passiert, ist noch Gegenstand natürlich der Forschung. Und wir Forschende, wir müssen messen. Also in den Naturwissenschaften wird quantitativ gearbeitet. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wenn ich jetzt hier ernsthaft Forschung an den Mechanismen oder vielleicht irgendwann für die Diagnostik oder vielleicht Prävention von Alterserkrankungen, wenn ich da ernsthaft arbeiten will, dann muss ich ja ein Messgerät haben. Und das ist jetzt der zweite Punkt. Und hier will ich gleich das Stichwort reinbringen, welches hier ganz wichtig ist in der Literatur, das Stichwort Biomarker der Alterung. Im Bereich der klinischen Medizin kennt man diesen Begriff schon lang. Wenn jemand eine chronische Krankheit hat, zum Beispiel eine HIV-Infektion, dann kann das bedeuten, dass dieser Mensch noch, also unbehandelt, noch ein Jahr lebt, vielleicht noch zwei Jahre, vielleicht noch drei Jahre und dann AIDS bekommt, also dieses Endstadium. Und dafür wurden Biomarker ermittelt, das heißt, man kann aus dem Blut eines noch gesund wirkenden HIV-Patienten sagen, da ist schon 50% oder 70% der zu erwartenden Überlebenszeit abgelaufen. Also das nennen wir einen Biomarker. Viel häufiger Biomarker sind Ihr Cholesterin, Ihre Cholesterinwerte oder Ihr Blutzuckerwert, um eben Stoffwechselfunktionen zu monitoren. So, und da wurde daran gedacht, dass man solche Messungen durchführt an Körperflüssigkeiten, an die man relativ leicht herankommt, natürlich Blut oder noch besser Urin. Und wenn man dann biochemische oder klinisch-chemische Untersuchungen machen könnte, das ist ja alles bestens etabliert, dann wäre es doch toll, wenn wir das biologische Alter feststellen können. Also wie weit jetzt im biologischen Sinn jemand unabhängig von seinem chronologischen Alter, von dem Alter, was man aus dem Personalausweis ausrechnen kann, aus dem Geburtsdatum, wie weit er da schon fortgeschritten ist. Das könnte eine bessere Grundlage sein für die Auswahl von Vorsorgeuntersuchungen, die ja für etliche Organsysteme schon angeboten werden. Am besten werden sie natürlich im Bereich der Gynäkologie von Frauen für die Vorsorgeuntersuchungen angenommen. Oder das könnte auch eine gute Grundlage sein für bessere Prävention oder vielleicht sogar Therapie eben für die Erkrankungen bei Menschen, die eben zu schnell altern. Wir können da nachher und auch gern auch auf ethische Aspekte hier in der Diskussion näher eingehen. So, und da muss ich Ihnen jetzt sagen, die Literatur ist seit 50 Jahren voll mit kleinen Publikationen, also mit relativ wenig Daten, die sich dieser Frage gewidmet haben. Also hier ist mal so ein Beispiel, ein idealisiertes Beispiel. Man sieht so eine Grafik in so einer Publikation, das ist auf der X-Achse das Lebensalter aufgetragen. Jeder Punkt ist ein Individuum in einer Testpopulation, in einer Studiengruppe, also Freiwillige. Und die Y-Achse ist ein Messparameter, ein Messwert. Und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Da wurde alles rauf und runter gemessen, was man eben in der klinischen Chemie ankreuzen kann. Blutzucker, Blutfettwerte und vieles andere mehr. So, und das typische Bild sehen Sie eben hier. Sowas kommt raus. Und rein statistisch, wenn man statistische Methoden anwendet, dann kann man so eine Trendlinie reintun und man kann einen statistischen Test machen. Und wenn man nur genug Probandinnen und Probanden drin hat, dann kann man sogar statistische Signifikanz, also das Gütesiegel bekommen, dass das tatsächlich ein echter Zusammenhang ist. Aber Sie sehen schon, diese Streuung ist hier riesig. Und wenn ich jetzt sozusagen so vorgehen will, dass ich bei diesem Menschen hier diesen Wert hier auf der Y-Achse gemessen habe und wenn ich dann hier gehe und das Lot fälle auf das Lebensalter, dann kann ich also gründlich
daneben liegen. Also das ist einfach zu ungenau, nicht gut genug. So, und schon bevor wir als Mark-Age-Gruppe an die Sache herangegangen sind, hat es eine Strategie gegeben, dass man doch aussagekräftigere Biomarker der Alterung erstellen könnte, wenn man das macht, aber dabei nicht stehen bleibt, sondern einen unabhängigen Parameter Nummer 2 auch misst und die beide einfließen lässt und vielleicht einen Parameter 3 oder einen Parameter N, okay? Und dann das Ganze zusammenführt in eine, ich nenne es jetzt mal Formel für das biologische Alter, und die könnte im einfachsten Fall so aussehen. Man nehme den Messwert für den Parameter 1 und den für 2 und 3 und die werden jeweils multipliziert mit einem Koeffizienten, mit einem Gewichtungsfaktor, wie stark die sich auswirken sollen. Und am Schluss wird alles aufsummiert und es kommt eine Zahl raus und die Zahl ist dann sozusagen das biologische Alter, das war der Gedanke. Und bildlich dargestellt würde diese Prozedur hypothetisch dazu führen, dass diese Streuung, die hier und hier und hier überall da ist, dass man die komprimieren kann und dann eine größere Treffsicherheit hat. Das ist alles hier näher bei dieser Ausgleichsgerade versammelt, wobei es aber immer noch Ausreißer nach oben oder unten geben kann. Das war der Gedanke und den haben auch wir, ich komme gleich drauf zurück, wer wir ist, gedacht. Und wir haben uns auch überlegt, wie müssen wir dann eigentlich vorgehen, um da eine Aussage zu machen. Also, wenn wir tatsächlich so eine Situation haben, dass es eine Formel geben könnte in dieser Gestalt, im einfachsten Fall, und grafisch würde das so aussehen, dann hätten wir Folgendes geschafft. Dann hätten wir, könnten wir sagen, zusammen betrachtet sind die Zahlenwerte für das biologische Alter der Mitglieder dieser Population, die habe ich jetzt hier schon mal Mark Age genannt, ein biochemisches Abbild des Lebensalters der Individuen in dieser Population. Mit anderen Worten, wir brauchen gar nicht das Stethoskop rausziehen und das Herz abhören und die Lunge abhören und die Muskelkraft messen, sondern wenn wir solche Werte aus Blut oder Urin erstellen könnten, dann könnten wir ein biochemisches Abbild bekommen in unserer Bevölkerung mit diesen Schwankungen. So, der Zahlenwert für das biologische Alter eines jetzt neuen Individuums, was auf uns zukommt und interessiert ist, entspricht also dann hier dem erwarteten Zahlenwert für das Lebensalter dieser Person. Okay? Und diesen Wert bezeichnen wir dann als das biologische Alter dieser Person. Ein Rechenbeispiel. Es kommt jemand auf uns zu, wir machen diese Messungen, auf die ich gleich näher eingehe, und da kommt raus der Wert 60. Da gibt es drei Möglichkeiten. Entweder ist diese Frau 60, dann sagen wir, prima, alles wie erwartet. Sie entsprechen dem Durchschnitt in unserer Bevölkerung. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Oder die Frau ist erst 40. Dann würde das ein Hinweis darauf sein, dass der biologische Alterungsprozess schon weiter fortgeschritten ist und dass es ratsam ist, dass sie zum Beispiel detailliertere, nähere Untersuchungen im Bereich der Medizin, der klinischen Medizin über sich ergehen lässt. So, oder die Person, die Dame ist 80 und sieht aus wie 60, biochemisch würde man sagen, herzlichen Glückwunsch, das sieht nach erfolgreichem Altern aus, genießen Sie die restlichen 40 Jahre Ihres Lebens. So, und wer ist wir? Das ist das Mark-Age-Konsortium. Ein Konsortium ist ein Zusammenschluss von unabhängigen Arbeitsgruppen, Instituten oder auch Firmen, die sich ein gemeinsames Ziel gesetzt haben. Und Sie sehen, das war ein relativ großes Konsortium mit insgesamt 27 Institutionen oder Firmen aus insgesamt 14 europäischen Ländern. Da sind die leitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genannt aus der jeweiligen Institution. Und hier sind die Länder benannt. Wir waren stolz darauf, dass wir sogar ein Nicht-EU-Land an Bord hatten, nämlich die Schweiz.
Und wir waren stolz darauf, dass wir zwei große Firmen an Bord hatten, nämlich die Firma Nestec und die britische Firma Unilever. Und die zwei, das sind direkte Kompetitoren auf dem Sektor Nahrungsmittel. Das heißt, das sind Gegner, okay? Und wir haben es geschafft, die gemeinsam in unser Konsortium reinzubekommen. Die wussten das, wir haben also nicht mit gezinkten Karten gespielt, aber die Frage war für beide so interessant, dass diese alte Feindschaft einfach mal eingefroren wurde. So, und dann haben wir das in die Tat umgesetzt und der wichtigste Schritt hierfür war, Forschungsgelder zu bekommen. Denn das Projekt, was wir im Kopf hatten, das war schon sehr umfangreich und Sie sehen es an der Liste der mitwirkenden Arbeitsgruppen und das hat viel Geld gekostet. Die Europäische Kommission hat in ihrem 7. Rahmenprogramm damals eine entsprechende Ausschreibung gemacht und wir haben in sehr, sehr kurzer Frist, das war die schlimmste Zeit meines Lebens, weil es ein unglaublicher Zeitdruck war, haben wir den Antrag eingereicht. Und er war der Einzige, der unter diesem Aufruf gefördert wurde. Und das Projekt hieß Europäische Studie zum Auffinden von Biomarkern des Alters beim Menschen. Die operative Laufzeit war 2008 bis 2013. Das ist jetzt schon ziemlich lange her. In der Zeit konnten wir das Geld ausgeben. Das haben wir auch mühelos geschafft. Es blieb kein Cent übrig. Und wir sind aber in der Zeit noch nicht fertig geworden mit der Auswertearbeit, mit der bioinformatischen und statistischen Auswertung. Die hat sich auch aufgrund von Personalmangel deutlich länger hingezogen. Also, wir haben uns entschlossen, eine Bevölkerungsstudie zu machen, also nicht auf bestehende Studien aufzuspringen, sondern neu, tabula rasa, neu anzufangen. Wir haben geplant und es dann auch geschafft, 3.300 Testpersonen aus 8 europäischen Ländern, Nord, Süd, Ost, West, einzubeziehen, Freiwillige. Wichtig war die Altersverteilung 35 bis 74 Jahre. Wichtig war die Geschlechterverteilung 1:1. Und das haben wir getan, um zur Bestimmung einer Gruppe von Biomarkern der Alterung, die als Kombination, Stichwort Formel, von Einzelmesswerten mit geeigneter Gewichtung das biologische Alter erfassen kann. Das war die Ansage. Und dann mussten wir uns natürlich im Antrag dazu äußern, was wir denn mit diesen vielen Proben, die wir von den vielen Probanden bekommen wollen, was wir da eigentlich machen wollen. Das war auch deswegen wichtig, weil wir uns ja festlegen mussten, wie viel Blut zum Beispiel abgenommen werden kann und das ist in unterschiedlichen europäischen Ländern unterschiedlich geregelt. Also wir haben etwa 350 Messparameter bei jeder Person gemessen, also ein Messparameter ist eine Sorte von Messung, zum Beispiel Blutzucker, das wäre ein Messparameter. Okay? Und das war unser Programm und das haben wir auch geschafft. Und mit diesen kleinen Pröbchen, wir haben sehr sparsam arbeiten müssen, von Blut, Blutserum, Plasma, Blutzellen, haben wir untersucht drei Sorten von Messwerten, sogenannte klassische, das sind solche, die schon in der Literatur kursiert haben, zum Beispiel die Telomerlänge, die Länge der Endstücke der Chromosomen, die werden nämlich kürzer mit dem Alter, haben wir natürlich gemessen. Dann wollten wir neue Parameter, die erst kürzlich aufgefunden wurden, mit einbeziehen und dann sogar noch neuartige, also überhaupt erst auf neue Parameter kommen. Und dieser ganze Satz von Daten, also 3.300 Probanden mal 350 Parameter, das musste ja irgendwie organisiert gespeichert werden. Und dazu gab es eine Datenbank, die hier in Konstanz bei uns aufgebaut wurde und zu der nur die Arbeitsgruppe hier Zugang hatte. Die mathematische und bioinformatische Analyse der Messergebnisse, das war das Werk hauptsächlich unserer Konstanzer Kollegen Michael Jung im Fachbereich Mathematik und Michael Berthold damals noch im Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft. Das sind natürlich führende Fachleute. So, ich zeige Ihnen hier nur ganz kurz
das Arbeitspaket, auf Englisch Work Package, Arbeitspaket Nummer 1. Und das hieß Rekrutierung, also Einbeziehung, Auffinden und Aufnehmen von Probanden. Das war mit Abstand die schwierigste Übung, denn hier hatten wir es ja mit lebenden Menschen zu tun, die hier im freiheitsliebenden Westen natürlich völlig auf freiwilliger Basis nach entsprechendem Informed Consent, also Zustimmung nach vollständiger Information, sich entscheiden konnten, ob sie mitmachen wollten oder nicht. Ne? Und wir haben an 8 definierten Orten, die hier aufgelistet sind, in 8 verschiedenen Ländern Rekrutierungszentren gehabt, aus logistischen Gründen. Und wir haben, das ist auch wichtig, darauf geachtet, dass die Altersklassen 35 bis 39, das waren die jüngsten, 40 bis 44, bis zu den Ältesten, gleich stark besetzt waren, damit wir eine möglichst gute Aussagekraft bei der Steigung der Kurven bekommen haben. Haben wir geschafft. Wir haben darauf geachtet, Männer zu Frauen 1:1, haben wir geschafft. Wir begannen dann mit standardisierten Fragebögen in der jeweiligen Landessprache, in der Grunddaten von jedem Probanden erfragt wurden. Es folgte eine körperliche Untersuchung. Hier wurden also sogenannte anthropometrische Werte aufgenommen. Körpergewicht, Körpergröße, wo man den Body-Mass-Index messen kann, Blutdruck, Herzfrequenz, also alles nicht invasive Dinge. Es wurde Blut abgenommen, es wurde Urin erhalten und ein Abstrich der Mundschleimhaut genommen. Und all diese Proben wurden sofort an Ort und Stelle verarbeitet, das heißt aufgeteilt, und für jeden Probanden gab es so ein Plastiksäckchen mit 50 verschiedenen Röhrchen oder kleinen Gefäßen, die dann an Ort und Stelle eingefroren wurden, über einen Zustelldienst an die Biobank nach Stuttgart-Hohenheim geschickt wurden, gelagert wurden, umetikettiert wurden und an die einzelnen MarkAge-Partnerlabors verschickt wurden, die dann ihre speziellen Messungen damit gemacht haben. Alles war kodiert. Also nirgendwo stand ein Name, sondern nur eine Codenummer. Sogar 2 Codes haben sich hier die Türklinke in die Hand gegeben. Alle Messwerte und alle Informationen aus den Fragebögen wurden in die zentrale Datenbank gegeben. Und so konnten wir zuschauen, wie sich das gefüllt hat und welche Zusammenhänge da herauskamen. Nur für Sie als Größenordnung, Maria Moreno, die heute hier ist und die Managerin des Projektes war, sie war meine Mitarbeiterin, jetzt ist sie in der Sportwissenschaft, sie hat mit Kurierdiensten ein Rahmenabkommen verhandelt und der günstigste Kurierdienst hat uns gesagt, für 150.000 Euro machen wir alle Transporte. Also die wollten 150.000 Euro haben und das war der beste Preis, den wir herausverhandeln konnten. Also nicht gerade billig. Jetzt kommen die vielfältigen Ergebnisse und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit will ich mich auf ein Beispiel von diesen 350 konzentrieren, einfach um Ihnen ein Gefühl zu geben, was wir denn da gemacht haben. Und dieses Beispiel ist jetzt schon ein bisschen anspruchsvoll, aber das schaffen wir. Es heißt, es ist die sogenannte CPG-Methylierung der Erbsubstanz DNA, und zwar an ganz bestimmten Stellen der Erbsubstanz. Sie wissen vielleicht, dass die menschliche Erbsubstanz 3 Milliarden Buchstaben hat. Das ist sozusagen unser Buch des Lebens. Und jetzt kommt es hier bei diesen Messungen darauf an, genau zu sagen, das ist bei der Position 1.579.637.314. An dieser Stelle ist jetzt eine Methylierung vorhanden oder nicht. Das hat Spaß gemacht. Jetzt will ich Ihnen hier nur zeigen, was eine Methylierung eigentlich bedeutet. Also eine homöopathische Dosis Chemie kommt jetzt rein. Also, wir fangen mal hier an. Das, was hier dasteht in chemischer Schreibweise, ist einer unserer 4 Buchstaben in der DNA. Und zwar ist der Buchstabe C, Cytosin. Okay? Das ist ein Buchstabe in der DNA. Und hier ist so eine hässliche freie Zone. Und da kann jetzt unter bestimmten Umständen
diese Methylgruppe, wie die Chemikerinnen sagen, angeklebt werden. Und dann ist es eben nicht mehr Cytosin, sondern Methylcytosin. Und genau in der Position 5 ist es. Okay? Also wir haben hier eine chemische Veränderung. Das kann man mit Maschinen, mit Geräten ganz klar voneinander unterscheiden. Das ist eine chemische Änderung. Und die passiert im Körper, in unseren Zellen, gewollt an einer konkreten Stelle. Und das war jetzt hier der Messauftrag. Und was soll das Ganze? Diese sogenannte Methylierung, die draufgesetzt werden kann und übrigens auch wieder weggenommen werden kann, wie inzwischen klar geworden ist, die bedeutet also Pi mal Daumen eine Abschaltung des entsprechenden Gens. Und ein Gen, kann man auch sagen, ist ein Buchkapitel unserer Erbinformation. Wir haben ca. 25.000 solche Gene. In jeder Zelle sind die vorhanden. Sie sind doppelt vorhanden, eins von Vater und eins von Mutter. Wenn die Zelle jetzt der Ansicht ist, dass ein bestimmtes Gen besser nicht mehr abgelesen werden sollte, dann wird so eine Methylierung draufgesetzt und es ist abgeschaltet. Das ist wie wenn Sie in Ihrer Wasserleitung zu Hause den Hauptschieber, den Hauptschalter zudrehen, dann kommt nirgendwo mehr Wasser raus, es kommt auch nicht mehr raus, aber im Fall eines Lecks retten Sie Ihr Haus vor dem Nasswerden, okay, vor der Überschwemmung. So, und jetzt kommen hier Daten. Also das sind jetzt Messergebnisse aus unserem Projekt. Sieht jetzt verwirrend aus, aber wir gehen Schritt für Schritt durch. Blau sind Männer. Jeder blaue Punkt ist ein Mann. Rot sind Frauen, jeder rote Punkt ist eine Frau. Auf der X-Achse dargestellt natürlich das Lebensalter der Probandinnen und Probanden. Auf der Y-Achse sehen Sie jetzt den Prozentsatz von Methylierung an einer ganz bestimmten Stelle. Das haben Kollegen in Bologna, Italien gemacht, die sind da Experten. Und man sieht sehr schön, dass im Mittel unserer Population, das waren also hier knapp 1000 Männer, die hier zugrunde liegen, das mit zunehmendem Lebensalter hochgeht. Und bei den Frauen ziemlich genau dasselbe. Hier stehen die Korrelationskoeffizienten und die sind sehr gut dafür, dass es ja nur ein Marker ist. Also das war einer unserer besten. Es hat viele gegeben, die einfach nur enttäuschend waren. Welches Gen, welches Buchkapitel haben wir hier aufgeschlagen? Das Gen hat den lustigen Namen ELOFL2. ELOFL. Und diese ELOFL-Genfamilie heißt Elongation of Very Long Chain Fatty Acids. Also Verlängerung von langen Fettsäuremolekülen, dass die noch weiter verlängert werden. Und das spielt natürlich eine Rolle im Energiehaushalt, also Fettlipide als Energieträger. Sehr interessant, dass mit zunehmendem Alter die Realisierung dieses Gens, die Ablesung der Erbinformation, runtergeht. So, unseren Herren Mathematikern, Damen und Herren Mathematikern und Informatikern haben wir dann den Auftrag gegeben, die sollen jetzt bitte aus dieser Fülle von Daten die besten Biomarker, also sich möglichst wenige, weil es dann weniger Arbeit ist, herausziehen, die man dann für die Berechnung des biologischen Alters verwenden könnte. Dann haben die sich hingesetzt, haben etwas vor sich hingemurmelt, etwas zu Papier gebracht, das kann ich Ihnen noch nicht mal vorlesen, und dann wurde auch eine entsprechende Software, die LIPS, verwendet und dann kam dieses heraus. Also, was sehen wir hier? Wir sehen hier Frauen in unserer Mark-Age-Population und das chronologische Alter, das kalendarische Alter ist hier unten dargestellt. Sie erinnern sich, 35 bis 75, das waren die Schranken der Altersverteilung. Und das Ganze ist auch relativ gleichmäßig besetzt, das passt sehr gut. Und auf der Y-Achse steht jetzt das Ergebnis dieser Rechenoperation, wenn man 10 relevante Messwerte nimmt mit den entsprechenden Gewichtungsfaktoren und die dann aufsummiert.
Und das ist das Ergebnis. Und wir bekommen auch hier eine Korrelation im Bereich 0,88 für die Frauen. Das ist besser, als ich mir je erträumt hätte. Und für die Männer ist es 0,845. Und auch bei den Männern waren es 10 Messwerte, die zum Teil, aber nur zum Teil überlappt haben mit denen der Frauen. Die Anzahl 10 haben wir nicht vorgegeben, das hat die Software selber mit ihrer Optimierungsfunktion rausgefunden. Wenn wir nur 9 oder 8 genommen haben, wurde es schlechter. So, nachdem wir diese Formel hatten, wollten wir natürlich anhand unserer großen Population nachschauen, ob wir schon Informationen bekommen können, wie valide, wie aussagekräftig das ist. Und da haben wir 3 Beispiele. Und das erste Beispiel zeige ich Ihnen hier. Und das sind Probanden, von denen wir relativ wenige dabei hatten, und zwar auch nur an einem Ort, nämlich in Bologna, Italien. Und das waren Menschen mit Down-Syndrom, Trisomie 21. Menschen mit Down-Syndrom, das weiß man aus klinischer Betrachtung schon lange, altern ungefähr doppelt so schnell wie Menschen ohne Down-Syndrom. Also der Alterungsprozess ist offenbar durch dieses genetische Problem beschleunigt. Und wir konnten von diesen Probanden natürlich auch Blut gewinnen und haben dann Folgendes gesehen. Bei den Männern waren die Down-Patienten tatsächlich vorgealtert im Vergleich zu den Durchschnittsmännern in unserer Studie. Und das war, das zeigen diese Sternchen an, statistisch signifikant, obwohl die Anzahl hier sehr klein war. Auch bei den Frauen war es so, die weiblichen Down-Menschen waren auch hier signifikant vorgealtert. Das steht also im Einklang zu der klinischen Beobachtung, dass diese Menschen früher also altersabhängige Erkrankungen bekommen und auch eine verkürzte Lebenserwartung haben im Vergleich zu Menschen. Dann Rauchen. Jeder weiß, dass Rauchen schädlich ist und jeder weiß, dass Rauchen auch direkt bestimmte Krankheiten, ganz schlimme Krankheiten wie COPD, also diese chronische obstruktive Lungenerkrankung und natürlich Lungenkrebs und andere Krebsarten hervorruft. Und es gibt natürlich Statistiken, dass das die Lebenserwartung von Raucherinnen und Rauchern verkürzt ist. Und das haben wir hier auch angeschaut, wobei aber unsere Raucheranamnese, also die Information, ob jemand aktiv raucht oder nicht, das war nur durch den Selbstbericht der Probanden abgedeckt in den Fragebögen. Da konnte man ankreuzen, ich habe noch nie geraucht oder ich habe früher geraucht oder ich rauche aktuell. Und gemäß dieser Selbstaussage haben wir gefunden bei den Männern, dass die tatsächlich vorgealtert sind. Das macht hier so etwas wie 2, 2,5 Jahre aus im Vergleich zu den nicht rauchenden Männern. Das hat also auch gepasst. Dann etwas sehr Interessantes, jetzt geht es um Frauen, und zwar um einen Zusammenhang, der heißt Hormonersatzbehandlung, Hormonersatztherapie. Das betrifft Frauen, deren Östrogenmenge nach der Menopause stark absinken und die Symptome haben, die sehr als unangenehm empfunden werden und wo man schon lange weiß, dass durch Substitution, also Verabreichung von östrogenwirksamen Substanzen, dass das gemildert werden kann. Das heißt also Hormonersatztherapie. Und die Nutzerinnen oder Userinnen berichten in aller Regel, dass es ihnen gut tut und dass sie das weiter wünschen. Das Ganze bekam natürlich einen kräftigen Dämpfer vor etlichen Jahren, als bekannt wurde, dass das Brustkrebsrisiko damit auch hochgeht und dass das deswegen auch nicht ganz risikofrei ist. Dadurch hat sich der Ansturm etwas gemildert. Wir haben in unserer Mark-Age-Population die Frauen auch gefragt, ob sie Hormonpräparate einnehmen. Und
Hier sieht man jetzt die Ergebnisse. Blau sind die Nutzerinnen und grün die Nichtnutzerinnen, gestaffelt nach 5 Altersklassen, also 35 bis 40, 40 bis 45 und so weiter. Und das sind die 70 bis 75-jährigen Frauen. Und interessant ist, dass bei denen bis zur Menopause, bis zu den Wechseljahren, kein Unterschied zu sehen ist bei der Biomarkerablesung. Aber danach gibt es einen systematischen Unterschied, der auch statistisch signifikant ist. Und das bedeutet, dass die Nutzerinnen sozusagen jünger, biologisch jünger bleiben im Vergleich zu den Nicht-Nutzerinnen hier. Und dieses Ergebnis, also jetzt mal ganz nüchtern wissenschaftlich betrachtet, hat uns gefreut, denn es ist im Einklang, das beweist jetzt noch nichts, aber es ist im Einklang mit der klinischen Erfahrung, dass eben bei Frauen nach der Menopause diese Einnahme eine Besserung ihres Wohlbefindens mit sich bringt. Und wir denken, dass sich das tatsächlich auch auf die Ebene der Gewebe und Zellen hier durchschlägt. So, jetzt bin ich mit den Ergebnissen schon fast fertig, aber nur fast. Ich will nur erwähnen, dass so ein großes und auch teures Projekt natürlich auch viele Ergebnisse liefert, die dann zu publizieren sind. Denn das ist ja unsere Währung, für die wir in der Wissenschaft bezahlt werden. Publish or perish, also veröffentliche oder hau ab. Und wir haben gleich angefangen mit einem Sonderband, der in einer Fachzeitschrift erschienen ist, 2015. Das waren schon mal die ersten 15 Publikationen, in der wir einfach sozusagen den Status quo vor Beginn des Projektes geschildert haben und auch methodische Aspekte, die interessant waren, reingeschrieben haben. Dann ging es weiter, jetzt kommen Originalpublikationen. Die neuesten stehen hier immer ganz oben. Also ich kann hier einfach durchklicken. Also Sie sehen schon, insgesamt sind wir jetzt bei 40 projektspezifischen Publikationen und die Pipeline ist gut gefüllt und wird uns auch noch eine Zeit beschäftigt halten. Also in wissenschaftlicher Hinsicht kann man schon jetzt sagen, ist da viel Neues herausgekommen, was dann publiziert werden konnte. So, jetzt noch ganz kurz eine weitere Anwendung jetzt schon der Formel. Und das war ein anderes EU-Projekt, was auf die Abkürzung COBRA gehört hat. Ich wurde angefragt, ob ich da nicht für MarkAge, wir wurden angefragt, einige andere Kollegen auch, ob wir nicht hier mitmachen würden. Und was ist es? COBRA steht für diesen englischen Ausdruck, Comorbidity in Relation to AIDS. Hier ging es darum, Biomarker des Alterns zu untersuchen in HIV-positiven Individuen, die aber natürlich täglich ihre Medikamente bekommen, damit das Virus in Schach gehalten wird. Das ist heute möglich und üblich. Jeden Tag nehmen die einen Cocktail, wenn sie wollen, einen von mehreren antiviralen Medikamenten. So. Und es standen auch zur Verfügung Kontrollprobanden mit gleichem Lebensstil. Und warum war das interessant? Es war interessant, weil die in der Klinik tätigen Ärztinnen und Ärzte festgestellt haben, diese Patienten bekommen kein AIDS mehr wegen der täglichen Therapie, aber die sind nicht perfekt gesund. Und es stellte sich heraus, dass wenn man ganz konventionelle altersabhängige Krankheiten näher anschaut, dann kommen die bei diesen Patienten häufiger vor. Okay? Das legte die Grundlage für die Annahme, dass der Alterungsprozess bei denen tatsächlich irgendwie beschleunigt ist. Und wir wurden also eingeladen, da mitzumachen. Es standen zur Verfügung 2 Kohorten, die in London und in Amsterdam schon etabliert waren. Und diese Kohorten zeichneten sich dadurch aus, dass die völlig durchgecheckte Individuen hatten, die chronisch mit HIV infiziert waren. Und jetzt ganz wichtig, auch Kontrollen. Also Menschen, die den gleichen Lebensstil haben wie die, aber HIV-negativ sind oder bis zu dem entsprechenden Stichtag HIV-negativ
waren, okay? Denn dann ist der Vergleich zwischen den beiden natürlich viel valider, als wenn ich Äpfel mit Birnen vergleiche. Ich zeige Ihnen gleich die Ergebnisse. Die sind nämlich hier. PLWH oder PLWH steht für Persons Living with HIV. Das ist die Sprachregelung. Man darf heute, oder die durften in Holland nicht mehr sagen, HIV-Patienten. Das sind keine Patienten, sondern das sind Menschen, die mit HIV leben. Okay? Deswegen diese Abkürzung. Dann die HIV-Negativen, die den gleichen Lebensstil haben wie die. Und dann Leute mit einem ganz radikal anderen Lebensstil. BD steht für Blutspender, Blood Donors. Und wer in Holland, wo die rekrutiert wurden, Blut spenden will, der muss natürlich super gesund sein und muss vor allem frei sein von allen nur erdenklichen Viren. Also natürlich HIV, das ist ja klar, aber die ganze Flöte der Hepatitis-Viren und anderer persistenter Viren, die dürfen auch nicht da sein. Also die Leute sind weitgehend virusfrei und leben auch gesund. So, und hier sind die Ergebnisse. Die Nulllinie entspricht dem biologischen Alter in der Mark-Age-Kohorte. Okay? Und jetzt fangen wir mal mit denen an. Persons living with HIV. Die sind hier 12 Jahre über der Nulllinie im Mittelwert. Jeder Punkt ist eine Person. Das bedeutet, die sind signifikant vorgealtert, sogar im Vergleich zu den HIV-Negativen mit dem gleichen Lebensstil, wobei die immerhin auch so etwa 4 Jahre schlechter dran sind als der Mark-Age-Durchschnitt. Und jetzt schauen Sie mal hier die Grünen, die Blutspender, 2 Jahre jünger als der Durchschnitt. Okay, also wir können hier daraus lernen, erstens der Lebensstil, der hier radikal unterschiedlich ist zwischen denen und den Grünen hier, macht in unserer Analyse hier einen deutlichen Unterschied. Zweitens, HIV, ja oder nein, macht auch hier einen signifikanten Unterschied bei Leuten mit dem gleichen Lebensstil. Also das hat diese Ergebnisse, die inzwischen auch publiziert sind, haben die Hypothese schön untermauert, dass der Alterungsprozess bei den PLWH beschleunigt ist. So, ich bin fertig. Hier ist die Zusammenfassung zum Mark-Age. 10 Blutparameter bei Männern und 10 bei Frauen erlauben die Berechnung des erwarteten Alters einer Person und das bezeichnen wir als das biologische Alter. Menschen mit Down-Syndrom sind gemäß unserer Mark-Age-Formel vorgealtert, wie auch klinisch bekannt. Männer, die rauchen, sind ebenfalls vorgealtert. Frauen nach der Menopause, welche unter Hormonersatztherapie stehen, sind biologisch jünger als erwartet. Und Cobra habe ich Ihnen gerade eben gesagt. Danksagung, das formuliere ich in folgendem Satz. Das Mark-Age-Konsortium, das ist das Subjekt des Satzes. Und das sind nochmal hier diese Institutionen und diese Arbeitsgruppenleiter in den Ländern. Also das Mark-Age-Konsortium dankt den ungefähr 3.300 Studienteilnehmern in ganz Europa, den ungefähr 200 Mitarbeitenden in den 26 Arbeitsgruppen, die beteiligt waren für ihre exzellente Arbeit, sowie der Europäischen Kommission für ganz viel Geld für Mark-Age und etwas weniger Geld für Cobra, das war eine deutlich kleinere Studie. Und besonders hervorheben will ich jetzt noch einige Namen aus meinem eigenen Team hier in Konstanz. Das ist allen voran Dr. Maria Moreno Villanueva, die hier vorne sitzt und gleich als Chat-Assistentin fungiert. Vielen herzlichen Dank, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Sie war die wissenschaftliche Managerin und hat das Projekt über die ganze Projektzeit begleitet und hat Millionen von E-Mail-Austauschen gehabt mit den Projektpartnern. Und jeder Partner wollte eine Sonderbehandlung haben, weil jeder Partner der wichtigste war. Und die Frau Moreno hat die dann wieder eingenordet. Also sie war für mich die Frau fürs Grobe. Vielen Dank dafür, das hat mir sehr geholfen. Dann habe ich noch zu danken den Kollegen Berthold und Jung, für bioinformatische und mathematische Modellierung, bioinformatische Expertise. Und wir haben mehrere Labor-TAs gehabt,
einen Datenbankmanager, die hier das sehr stark und sehr effizient betrieben haben. Das Bologna-Team möchte ich unbedingt hervorheben. Claudio Franceschi ist einer der großen alten Männer in unserer Szene der Alternsforschung und ganz viel Erfahrung hat er mit Populationsstudien, ohne denen wäre es nicht gegangen, ohne ihn und seine Mitarbeitenden hier. Und in Hohenheim, Stuttgart-Hohenheim, war und ist noch bis zum heutigen Tag die Biobank, wo die biologischen Reagenzien tiefgekühlt gelagert wurden und weiter verschickt wurden. Und Ihnen danke ich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf Fragen hier aus dem Auditorium bzw. im Chat. Ja, ganz herzlichen Dank, Alexander, für den spannenden Vortrag über das biologische Alter. Und damit eröffne ich den Vortrag zur Diskussion. Signori, Fachbereich Geschichte, also was ganz anderes. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind wir jetzt alle selber dafür verantwortlich, wie alt wir sind, biologisch. Was kann man mit Ihren Studien Gutes machen und was kann man mit Ihren Studien Schlechtes machen? Ja, danke für diese Frage, die ganz wichtig ist. Aber jetzt will ich doch noch kurz Ihre erste Aussage kommentieren. Also das habe ich nicht insinuiert, dass wir für unser biologisches Alter selber verantwortlich sind. Ich meine, Sie haben sich Ihre Eltern nicht ausgesucht, ne? Oder? Haben Sie nicht. Ich habe mir meine Eltern... Der Lebensstil, natürlich, der Lebensstil, der, von dem schätzt man, dass er 3/4 determiniert des Alterungsprozesses. Also zwischen einem sehr guten Lebensstil und einem sehr schlechten haben Sie sozusagen ein breites Spektrum und das hat eine große Amplitude, eine große Reichweite. Jetzt muss ich aber dazu sagen, Lebensstil ist wissenschaftlich betrachtet ein sehr unscharfer Begriff, sondern das ist so ein Sammelsurium. Und wenn Sie verschiedene Leute fragen, sogar verschiedene in der Wissenschaft tätigen, dann bekommen Sie auch unterschiedliche Definitionen, was genau Lebensstil ist. Also ich habe es ja eingangs gesagt, in den Naturwissenschaften, in der Biomedizin sind wir natürlich daran interessiert zu quantifizieren. Ne? Also es reicht nicht zu sagen, oh, der hat einen guten Lebensstil, super, oder oh, die hat einen ganz schlechten Lebensstil, sondern wir müssen genau wissen, wovon wir reden. Und da sehe ich einen sehr großen Forschungsbedarf. Und jetzt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, also im Bereich der Wissenschaft, jetzt rein als wissenschaftliches Werkzeug, kann unser Satz von Biomarkern dazu dienen, hier mehr Licht reinzubekommen. Okay? Eine Frage, die wir zum Beispiel mit den Kollegen und Kolleginnen in der Sportwissenschaft schon angegangen sind, wo es jetzt auch schon jahrelange Kooperationen gibt, ist, inwiefern körperliche Aktivität oder Inaktivität oder der Graubereich dazwischen einen Einfluss hat auf den Alterungsprozess. Dasselbe könnte man mit Ernährung machen, wobei Ernährung ja sehr vielschichtig ist. Da geht es ja nicht nur um Kalorien, sondern Inhaltsstoffe. Und ich stimme Ihnen voll und ganz zu, das sind wirklich lohnende Ziele im Bereich sozusagen primäre Prävention. Also da sehe ich tatsächlich eine sehr gute Anwendbarkeit unserer Sammlung von Biomarkern. Weshalb gibt es die Tendenz, dass die Bevölkerung immer älter wird? Welche Parameter sind dafür zuständig oder verantwortlich? Und wie hängt das zusammen mit Ihren Studien? Vielen Dank für diese sehr interessante Frage. Da verschränken sich mindestens zwei Ebenen. Also wir haben uns bei unserer Studie auf die Jetztzeit bezogen, also auf lebende Individuen, die wir einbeziehen konnten in unsere Studie und sind einfach analytisch vorgegangen. Also welche Messwerte bekommen wir? Und das war auch unser Auftrag, den wir bekommen haben oder den wir uns gesetzt haben. Ihr Statement ist sehr interessant. Warum werden die Menschen oder gar die Menschheit älter? Das ist ein sehr starkes Phänomen. Dazu gibt es wissenschaftliche Publikationen, die das tatsächlich belegen, wie sozusagen weltweit, vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen,
die Lebenserwartung zunimmt. Und da kann ich Ihnen auch eine Zahl nennen. Auf Englisch sagt man, live a week and get 2 days for free. Also mit jeder Woche, die Sie jetzt am Leben geblieben sind, die Sie gerade verlebt haben, haben Sie 2 zusätzliche Tage gewonnen, die an Ihre die aufaddiert werden zu Ihrer Lebenserwartung. Das ist ein fantastischer Wert, das ist also ein sehr starker Effekt. Und hier wird in erster Linie vermutet, dass das der zivilisatorische Fortschritt ist. Das bedeutet, wir haben immer weniger schlimme Seuchen, die große Teile der Menschheit dahinraffen, im Gegensatz zu früheren Jahrhunderten. Unser Leben ist viel sicherer geworden in Bezug jetzt auf Gewalteinflüsse, also wilde Tiere, marodierende Banden und so weiter. Dem sind wir in der westlichen Welt sehr viel weniger oder gar nicht mehr ausgesetzt. Und natürlich auch der medizinische Fortschritt, dass also bestimmte schlimme Erkrankungen, vor allem zum Beispiel Infektionserkrankungen, heute früh diagnostiziert und dann auch behandelt werden können. All das soll sich aufaddieren zu dieser Verlängerung der durchschnittlichen Lebenserwartung. Hallo. Und zwar ist meine Frage bezüglich dieser Hormonbehandlung bei der Menopause. Viele Krankheiten wie Tumore entwickeln sich ja dadurch, dass über eine lange Zeit sich irgendwelche Mutationen bilden und dann ein Krebs sich entwickelt. Und das sind ja sehr hohe Zellteilungsanzahlen, die da stattfinden. Richtig. Wenn man jetzt eine Person aber dann künstlich jünger macht, sind ja auch Regenerationsmechanismen, Zellteilung und so weiter ja viel engagierter und höher. Kann es denn nicht sein, dass man dann eine bestehende Mutation oder Krankheit, die sich vielleicht entwickeln könnte, dadurch beschleunigt? Ja, Sie haben hundertprozentig recht und das habe ich vorhin in aller Kürze auch versucht zu sagen. Diese Hormonersatztherapie, also schon weit vor unseren Ergebnissen hier oder vor zellbiologischen oder genetischen Ergebnissen, von denen wusste man empirisch, dass die Frauen, die das nutzen, im Vergleich zu solchen, die das nicht nutzen, tatsächlich ein erhöhtes Brustkrebsrisiko haben, hauptsächlich die Brustdrüse. Das ist ja auch keine Neuigkeit, dass die Zellen in der Brustdrüse sehr stark auf Östrogene ansprechen. Es gibt ja bei Schwangerschaft und Stillzeit eine physiologische Erhöhung von diesen weiblichen Sexualhormonen und das macht dort natürlich viel Sinn, damit das Baby entsprechend ernährt werden kann, aber es geht tatsächlich einher mit vermehrten Zellteilungen und wie Sie sagen, wenn dann eine Mutation, also so ein Webfehler in einer Zelle ist, kann durch viele Zellteilungen dazu führen, dass dann klinisch ein Krebs rauskommt. Und deswegen ist ja diese Hormonersatztherapie etwas in Verruf gekommen oder etwas fragwürdig geworden. Danke sehr. Der Herr Sam hat sich noch vorhin gemeldet. Erstmal vielen Dank, Alexander, für den tollen Vortrag. Und wie du uns gezeigt hast, wart ihr ja mit eurem Team sehr, sehr erfolgreich, wenn man sich die Publikationsliste anschaut. Gratuliere. Meine Frage ganz konkret ist jetzt, hat man inzwischen vielleicht auch irgendwelche Altersgene gefunden, nachdem man ja nun das menschliche Genom durchsequenziert hat, könnte ich mir ja vorstellen, dass da bestimmte Gene ganz besonders verantwortlich sind für den Alterungsprozess. Neben dem Lebensstil spielt ja sicher das Erbmaterial auch eine große Rolle. Kennt man sowas? Ja, vielen Dank für deine Frage. Für diese Gene gibt es einen Fachausdruck sogar schon. Der heißt Gerontogene. Also vor ungefähr 30 Jahren haben manche Arbeitsgruppen fest daran geglaubt, es gibt Gerontogene. Und das Tolle wäre, wenn es die gibt und wenn man die findet, dann könnte man die ja gezielt ausschalten vielleicht oder verstummen lassen und dann wäre das toll. Aber man hat sie nicht gefunden. Und ich kann gerne eine Plausibilität dafür liefern, warum es solche Gene nicht braucht und warum es dann solche Gene nicht gibt. Der Eindruck, den man so hat, wenn man Leute altern sieht und dann auch sterben sieht, ist, das ist ja eine Gesetzmäßigkeit,
das muss so laufen. Und da denkt man evolutionär, dass es einen Vorteil bringen muss, wenn in einer Population, in einem Dorf oder wo auch immer, eine bestimmte Anzahl von Menschen eines natürlichen Todes verstirbt. Okay? Und natürlich, wenn man darüber nachdenkt, dann kann man sagen, das muss ja so sein, sonst wird ja die Erde überbevölkert oder ich kriege nichts mehr zu essen und so weiter. Das sind alles Argumente, die nicht valide sind. Heute geht die Meinung in eine andere Richtung. Es gibt Gene in unterschiedlicher Ausprägung, die eine Beschädigung der Zelle oder der Gewebe verhindern können oder klein halten können. Und ein anderer Arm unserer Forschung hat ja mit DNA-Reparatur zu tun. Also die Zelle kann zufällig eingetroffene Schäden an der Erbsubstanz sogar ausbügeln in einem gewissen Umfang. Und es konnte gezeigt werden, dass wenn man eines von den 120 oder so DNA-Reparaturgenen künstlich ausschaltet, in einem Experiment in der Maus, dass dann sehr häufig die Tiere viel schneller altern. Okay? Also es geht andersrum. Ich brauche meinen vollen Satz von Reparaturgenen, von Schutzgenen, die gegen oxidativen Stress sind und so weiter. Dann halte ich länger durch, aber irgendwann ist das Erbgut dann so abgenutzt, dass die Zellen und Organe nicht mehr gut funktionieren und dann ist der Alterungsprozess offenbar. Aber dieser Gedanke, dass es also aktive Gene gibt, die sozusagen als eine Sollbruchstelle fungieren, von diesem Gedanken hat man sich gelöst und es gibt auch keine experimentellen Anhalte dafür. Vielleicht darf ich eine Zusatzfrage noch stellen. Du hast uns ja am Anfang gezeigt, dass Kliman sehr alt geworden ist oder auch der liebe Hestas. Und da wäre natürlich die Frage, was sind die Gründe dafür, dass also Leute 120 Jahre alt werden, während der Durchschnitt ja maximal 80, 85 und das war's dann. Danke hierfür, auch für diese Frage. Die kurze Antwort ist, das sind die Gene. Okay? Also wenn du nicht Vorfahren hast, die exzeptionell alt geworden sind, hast du keine Chance, 120 zu werden. Also 120 nicht, definitiv nicht. Okay? Und wenn du aber solche Vorfahren hattest, die diese Gene vererbt haben, dann kannst du sogar rauchen. Also Jean Calment hat mit 119 aufgehört zu rauchen. Also da hat sie mal angefangen, über ihre Gesundheit nachzudenken. Und mit 123 ist sie dann gestorben. Okay, wir müssen die Eltern aussuchen. Genau, suchen Sie sich Ihre Eltern sorgfältig aus. Das ist die kürzeste Version des Inhalts. Da würde ich noch mal eine Frage von meiner Seite einschieben. Ihr habt am Anfang mit sehr vielen Parametern begonnen und am Ende hat sich das irgendwie so auf 10 reduziert. Also das würde ja eigentlich heißen, man kann solche Messungen jetzt eigentlich doch recht flott durchführen. Wird das gemacht? Ja. Und wie lange würde jetzt so eine Messung dauern? Und was kostet es? Was kostet es und was passiert dann mit den Ergebnissen? Also das ist ja nun für einige interessant. Ganz wichtige Fragen. Also im Rahmen von Mark Age haben wir mit dem großen Tross von Menschen in den Labors und Maschinen das alles machen können und konnten es relativ zügig machen. Die Kosten beliefen sich auf ca. 200 Euro pro Person, wenn wir uns jetzt auf diese 10 beschränken. Die Mark Age, das Konsortium, existiert in dieser Form nicht mehr. Das heißt also, jetzt kann ich nicht sagen, du hast Interesse, dann machen wir das mal eben und du gibst mir 200 Euro. So läuft es nicht, sondern das müsste, wenn das gewollt wird, und wir haben sogar ein Patent darauf bekommen, was gern auslizenziert werden kann, dann müsste eine Firma sich sozusagen hauptamtlich darum kümmern, um das aufzugleisen. Dazu ist es bis jetzt aber noch nicht gekommen. Die Firmen sind da sehr zurückhaltend. Jetzt die andere Frage, die ist natürlich auch, die hat eine starke ethische Dimension. Was passiert mit den Ergebnissen? Also Mark Age, das war ja biomedizinische Grundlagenforschung. Okay? Wir wussten ja noch gar nicht, was wir da bekommen und mussten das dann irgendwie bestätigen. Inzwischen sind wir natürlich optimistischer gestimmt, dass das tatsächlich etwas misst. Wenn das jetzt zum Beispiel angeboten würde für jedermann, der sich interessiert, dann müssen natürlich die Wege der Information, also wer darf welche Informationen bekommen oder nicht bekommen, das müsste klar definiert werden. Und
Es könnte natürlich auch Missbrauch betrieben werden. Menschen könnten ausgegrenzt werden, benachteiligt werden, wenn sie zum Beispiel eine schlechte Konstellation haben. Das ist aber keine total neue Situation, denn im Bereich der klinischen Medizin gibt es ja jetzt schon Diagnosen oder Prognosen, die verheerend sind. Also wenn du eine Mutation hast im Gen für Huntington, Disease, Chorea Huntington, dann weiß man, dass du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese Krankheit bekommen wirst, in Jahrzehnten erst. Aber die wird ausbrechen, okay? Und damit können natürlich gegen solche Mutationsträger diskriminiert werden. Es ist Sache natürlich des Gesetzgebers, dann festzulegen, wer bei solchen sensiblen Informationen Zugriff oder Zugang haben darf oder nicht. Das ja, weil ist, Versicherungen würden sich ja da die... Ja, natürlich. Ja. Also das sind Fragen, dass, da ist der Gesetzgeber gefordert und der hat ja auch schon Erfahrung eben mit anderen Messungen, die ja schon Risikoprofile ja, darstellen können. So, haben wir noch weitere Fragen? Entschuldige, das Angebot ist doch, dass Personen, die über Zoom jetzt zugeschaltet sind, dass die auch nachträglich noch Fragen stellen können. Ist das eigentlich möglich? Eigentlich ist es immer nur live gedacht. Okay. Aber wenn du bereit bist, auch im Nachhinein ja. dann noch zu Also antworten. Ich biete den Menschen, die mich jetzt hören, den Menschen da draußen, okay, biete ich gerne an, wenn sie das möchten, dass sie mir ihre Fragen, die sie jetzt nicht zustellen konnten, gerne per E-Mail schicken können. Meine Adresse lautet alexander.bürkle@uni-konstanz.de. Googeln Sie einfach, Sie werden mich finden. Gut. Danke. Dann möchte ich nochmal erstmal dir, Alexander, ganz herzlich für den schönen Vortrag danken, allen Beteiligten für die Diskussionsbeiträge. Und bevor wir schließen, möchte ich auch noch ganz kurz auf den Vortrag nächste Woche hinweisen. Am 14.11. findet der Vortrag statt im Rahmen der sogenannten Horst-Sieber-Lecture, gehalten von Professor Almut Scholl hier von der Universität Konstanz. Und das Thema ist auch hier nochmal angegeben, die Europäische Währungsunion in Krisenzeiten, europäische Fiskalpolitik auf dem Prüfstand. Nach dem Vortrag ist jetzt hier auch angegeben, gibt es noch einen kleinen Empfang von der Fachschaft der Wirtschaftswissenschaften. Also wir freuen uns, wenn Sie wiederkommen und damit verabschieden wir uns für heute.